Sex ist schon wichtig, muss ich sagen. Es gehört dazu zu einer Beziehung. Und am besten ist, wenn die Frau ein gutes Programm fährt, nicht? Dann ist schon interessant. Ich tanze nicht. Um nichts in der Welt. Warum nicht? Wenn mir das nicht gefällt, dann will ich nicht tanzen. Garantie gibt es auf nichts. Wenn schon wenigstens schon 7 Tage da ist oder 10 Tage, ich meine, einmal ist ein bisschen wenig, nicht? In 10 Tagen. Finde ich. Bei mir war es halt anders gegangen. Das heißt? Naja, schon öfters. Zumindest jeden zweiten Tag oder was? Na, alles. Sex und alles, nicht? Das geht nicht ruckzuck bei derer, das ist. Da muss man länger braten. Ja, ist deppert. Beißt mir mal einen Schläger, aber. Wenn ich den Schläger zeig. So, Alter, das ist da, das ist ja Wahnsinn, Alter. Nein, ich reite nicht. Erst ich reite nur, wenn der Blatter sich aufhört. Am Gaul. Eine Kollege hilft ihm, der andere steht bei den Damen. Was sagen Sie dazu, dass der nicht so. Das ist ein Arschgesicht, das habe ich eh gesagt, schon immer. Der reißt eh keine auf, der setzt deppert dazu. Warum denken Sie, er ist. Nicht kollegial, oder? Der hat nicht mehr Ahnung von einem Raffenwechsel. Oder nicht mehr Ahnung. Da steht gleich Holz brauchen da, gell? Ja, okay, manchmal geht ein Arsch. Aber normal Raffenwechsel erledige ich schneller. Ja, warum hast du es noch nicht gemacht? Ein Trottel, bist du denn aus? Ein ahnungsloser Mensch, der was nichts hat und keine Vorzeit hat und gar nichts. Nur deppert reden kann. Was anderes kann der ja nicht, glaube ich. Außer deppert reden. Und weiter kommen tut er auch nicht. Schauen Sie mal mich an, schauen Sie mal ihn an. Was hat das mit dem Bauch sein? Schauen Sie mal meinen Körper an, schauen Sie mal ihm seinen Körper an. Komm. Geht schon? Nein, brauche ich nicht. Okay, warum? Ja, was, schau mal das Gesicht an. Du bist ja alt. Zwei Jahre bin ich älter wie du. Aber wenn du so alt ausschaut, weiß ich nicht. Oder du brauchst einen Chirurgen an anschnitten. Gell? Dann muss ich zum Vase gehen, dass du mich anschließend operiert hast. Sagst du nur die Spitzeln. Nur die Spitzeln, so viel circa. Sie entscheiden. Ich entscheide. Ich entscheide immer ich. Naja, so hat sich viel gefallen. Okay. Naja, streicheln. Nein, sie sitzt schon die Schoß auf der ganzen Zeit bei mir nicht. Das riecht jetzt ein bisschen was bei mir. Wie meinst du das? Na so. Ich spüre ein bisschen eine Chemie, ich spüre ein bisschen. Ich sage Ihnen, tut mir sogar leid, Herr Nissl, ja. Weil da hat weder einen Freund, einen richtigen oder was, da hat überhaupt niemand. Das ist ein Einzelmensch. Da rennt immer noch allein, wenn er anders erklärt hat. Maximal mit einem dabei oder was und dem muss er brennen, dass er mitgeht mit ihm. Ja. Irgendwie tut er mir leid. Ja. Aber das so eingebildet bist du dorthin, dass er glaubt, dass er wer ist. Das ist ein Volltrottel. Ich kann Leute, die viel Geld haben. Die was wirklich sehr viel Geld haben. Das sind auch nicht, und die sind nicht so deppert wie er. Das ist das Problem, was ist von ihm. Er ist ein kompletter Idiot. Also, Junge, war ich schon schneller. Da nichts gegangen ist in ein, zwei Tagen, war die Sache schon erledigt eigentlich, also Junge, aber jetzt sollte lassen wir sich ein bisschen Zeit. Ich werde bei meiner Partnerin alles probieren, entweder es geht oder es geht nicht. Was heißt alles? Na alles, ob es bei mir schläft. Ob es bei mir schläft im Zimmer oder was, nicht. Ich werde Zimmer laut, kannst bei mir schlafen, wenn es will. Wenn wir alles probieren. Ja, sie ist ein bisschen schüchtern. Das kannst du haben, sie schon. Das war noch schüchtern. Aber mit 15, aber nicht mit 32. Ist ja kein Klickfirm, nicht? Ich sage, ein Blindsindel findet auch mehr gehauen. Vielleicht glaubst du, dass ich was bitten kann, nicht? Aber glaube ich, der hat ja nichts, er kann ja nichts bitten. Das ist das Zweite, nicht? Wenn man so mal drauf kommt, dass er nichts hat, nur Schulden und alles, nicht? Ich weiß nicht, rennt es ihm davor vielleicht, ne? Wissen Sie, wie Sie gesagt haben, die passen gut zusammen als beide? Naja, von heute her passen sie gut zusammen. Aber vom. Naja, so, nicht? Alle zwei arbeitslos, nicht? Gesucht und gefunden haben sie sich, glaube ich, nicht? Vor allem alle zwei Neger, nicht? Alle zwei kein Geld und alle zwei Schulden vielleicht. Sind Sie neidisch auf die Eroberung von Herrn Nissl? Nein, die kann er sich halten. Wieso? Reißt mir nicht so viel raus, muss ich sagen. Er hat so schöne Augen, wie schwarze Augen, komplett schwarz, wie der Teufel. Was? Das gefällt mir doch nicht bei einer Frau. Blaue Augen gefällt mir bei einer Frau, oder was? Oder helle Augen. Aber keine dunklen Augen. Dunkle Augen gefällt mir überhaupt nicht bei einer Frau. Wie glauben Sie, wie schafft er das, dass er sagt, die ganzen Frauen laufen ihm zu? Naja, weiß ich nicht, vielleicht wackelt er mit 500 Euro, dann 500 Euro, da, dass die Weiber zurennen. Das ist keine Eroberung. Der hat ja bezahlt, dass mit dem Mumm rumrennt heute. Das ist keine Eroberung. Das Geschichtel kann er erzählen, einen Blinden, einen Tauben, einen Derischen, aber nicht mir. Ich bin nicht neidisch, aber die kann er sich halten. So schön ist es nicht. Die schönen Augen, was er sieht, sehe ich auch nicht. Weil das ist immer ein Schwarz, was es gehabt hat. Und so schön, schwarze Augen sind nicht so schön. Was sagen Sie? Man sieht halt blaue Augen oder irgendwas. Ich habe der Frau ins Gesicht geschaut und habe schon gesehen, das ist eine Hure. Ich habe den Blick dafür, ich kenne die meisten. Da, ja, was sieht man das? Das sieht man so, ganz einfach.
Das ist halt ein Gefühl, das ist ein Gefühl, das habe ich. Und was soll der Auftritt dann von ihm? Er will sich beweisen, dass er da ein alter aufreißt, der Junge. Was anderes, der kann keine aufreißen. Also das ist ein Spiegel, schon einmal, wie er ausschaut. Das ist, wenn ich mit 57 Jahren so ausschaue, aber da weiß ich nicht, lass eine Fettabsaugung machen und alles durch die Bahn. Ich das Leben, Alter, wenn ich so bin wie er. Ne? Die nächste Hure, was aussieht, sind wie aus dem Geschäft, nicht? Die, was auch sponsern muss oder was, nicht? So wie es mit den anderen Leibern macht, alle. Sponsored by Nitzel. Ja. Ganz nach Hunde sponsern, nicht? Weg von der Hockenbringer, große Liebe. Weiß ich nicht, vielleicht will er Hure heiraten. Ist auch nicht schlecht, oder? Robert Nitzel ist für mich ein Volltrottel, im Prinzip. Ich glaube, den haben sie eingebrochen. Oder sind das Sichern komplett durchbrennt. Weil das, was er macht, ist nur Blödsinn. Der denkt sich mit 57 Jahren, dass er 18 oder 20-Jährige haben kann, das geht nicht. Aber jeder normale Mensch weiß ganz genau, das geht nicht. Das geht nur, wenn er zahlt. Und dann muss er festzahlen. Im Endeffekt, sie haben keinen gefunden, der sich irgendwie interessiert hat. Naja, die eine vielleicht ein bisschen, aber ich muss sagen, schlecht organisiert alles durch die Bank. Die hat da nichts dran gebracht in der Slowakei, muss ich sagen, die Frau, die ältere Frau. So, Kast hat zuerst, es kommen einmal mindestens 30 Frauen. Kummer sind dann in ein paar Tagen nur 6. Davor war die Hälfte eh nicht brauchbar, muss ich sagen, durch die Bank. Jetzt muss ich noch reden mit dir, dass ich wenigstens vom Geld ein bisschen was zurückkriege, nicht? Ich will mindestens 30% von dem Geld zurückkommen, was wir investiert haben, weil das ist eine Frechheit. Die kann alle für nichts tun, kriegen sie ein Geld, das geht nicht bei uns. Der ist nicht zufrieden oder irgendwas, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Eigentlich müssen sie froh sein, dass einmal eine Frau da ist für ihn. Nicht? Die fährt 600 Kilometer daher, zu einem Loser eigentlich, im Prinzip. Aber sie, ich glaube, sie wird draufkommen, zwei, drei Tage, und dann wird sie sehen, dass er ein Loser ist. Dass mit denen nicht weiterkommt. Das glaube ich, der geht lieber mit seinen Haaren fort, bevor er mit einer festen Frau fortgeht. Das verstehe ich überhaupt gar nicht bei ihm, nicht? Ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht ist er von einem anderen Ufer. Ein Depper, der junge Bauer. Nichts in Schädel. Ein Volltrottel, was ich immer gesagt habe. Ich bin eigentlich ein Mann, der was eher Liebe sucht. Nicht für eine Nacht oder eine Woche oder was, sondern für längere Zeit. Ich suche die Liebe.